Hallo, heute möchte ich zum Thema, warum möchte ich selbstständig werden, sprechen. Ein paar Gründe habe ich zusammengetragen. Für die meisten der wichtigste Grund, ich möchte aus der Arbeitslosigkeit herauskommen, Arbeitslosengeld 1 oder Arbeitslosengeld 2 verlassen. Dementsprechend auch ein höheres Einkommen erzielen mit meiner Selbstständigkeit und auch zeitliche Unabhängigkeit. Das ist eines der wichtigsten Punkte, die die meisten ansprechen. Viele sagen auch, ich möchte mehr Spaß und das persönliche Glück finden, wenn ich mich selbstständig mache. Kann sein, muss nicht sein, kommt immer darauf an, was man vorher alles so gemacht hat in seinem Leben. Und letzten Endes möchten viele auch das soziale Umfeld verlassen, möchten mit anderen Menschen zusammenkommen, über die Selbstständigkeit bestimmt auch eine gute Idee. Die generelle Unabhängigkeit zu finden und die Freiheit zu finden, erfolgreicher zu werden, das sind auch viele Gründe, warum manche in die Selbstständigkeit gehen. Werte schaffen, wurde ich gefragt, was meint man damit mit Werte schaffen? Brands aufbauen. Ich möchte eine große Firma aufbauen mit einem Namen, der bekannt wird, zum Beispiel die Aldi-Brüder haben das geschafft, kennt vielleicht jeder. Das könnte ein Grund sein, Werte schaffen, vielleicht auch große Fabrikhallen irgendwo hinsetzen oder sowas in der Richtung. Viele sagen auch, ich möchte erstmal nur aus dem Nebengewerbe in ein Hauptgewerbe kommen, was letzten Endes auch ein Grund ist, warum man sich selbstständig macht, mit dem Nebengewerbe zu starten, um dann über mehrere Phasen in das Hauptgewerbe zu kommen. Andere sagen auch, sie möchten eben ohne Umschulung in eine Branche oder in ein Thema hineinkommen, was sie nur über die Selbstständigkeit schaffen, auf dem herkömmlichen Weg ihnen verwehrt ist. Das sind also durchaus Gründe, warum man in die Selbstständigkeit geht, und damit ist dann auch so die große Liste von mir abgearbeitet. Sicher gibt es da noch viel, viel mehr. Das kann jeder für sich entscheiden und jeder hat seine eigenen Gründe. Jetzt möchte ich Ihnen mal ganz kurz meine Gründe vorstellen, warum ich mich selbstständig gemacht habe, was mich dazu bewogen hat. Ich möchte Ihnen mal meine Geschichte dazu erzählen. Meine Gründe waren, warum ich mich vor über 10 Jahren selbstständig gemacht habe, ganz unterschiedlich gelagert. Der eine Grund war beispielsweise, ich brauchte keine Fahrtkosten zu zahlen, wenn ich zu Hause arbeiten kann oder wenn ich mein Büro zu Hause habe. Ich habe auch keine Büromiete dadurch, ich habe keine Wegezeiten. Ich bin von Haus aus etwas faul und geizig in der Beziehung. Deswegen waren das ganz interessante Gesichtspunkte, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Außerdem hatte ich geringe Investitionskosten, denn einen PC oder einen Laptop hatte ich ohnehin schon und einen Schreibtisch hatte ich auch. Braucht also nichts Neues kaufen, das war eine ganz wichtige Angelegenheit, auch laufende Kosten möglichst gering zu halten, um nicht zu viel Geld in Dinge zu investieren, die ich eigentlich sparen kann oder die ich nicht brauche. Das war also für mich wichtig. Außerdem war ich frei, ich konnte selber entscheiden, ich konnte meine Kreativität selbst entwickeln, konnte das in meine eigene Firma einbringen, ich konnte meine Ideen einbringen, das war für mich ganz, ganz wichtig, dass ich nicht da irgendwie für jemanden arbeiten muss und der nur meine Ideen abschöpft und ich eigentlich für den denke, aber dann am Ende doch gestoppt werde, weil er sagt, das gefällt mir nicht. Das war ein recht entscheidender Grund. Außerdem gab es bei uns in der Gegend nicht so sehr viel Arbeit und das, was ich gelernt und studiert hatte, konnte ich nicht direkt anwenden und dann war es mehr oder weniger auch eine Notlösung, das gebe ich zu. Letzten Endes wollte ich aber auch mehr Geld verdienen als Angestellter, was ja durch die Selbstständigkeit durchaus möglich ist. Und ich wollte eben, wie gesagt, nicht für jemanden anders direkt arbeiten. Und die Unabhängigkeit und die Flexibilität waren für mich ein ganz großer Punkt, warum ich die Selbstständigkeit gewählt habe. Und wie für jeden wahrscheinlich auch, man will reich werden. Bis jetzt hat es leider noch nicht geklappt, deswegen mache ich diese Videos. Aber das ist für die meisten, die wollen einfach mehr verdienen, das ist so dieser Einkommensaspekt. Wenn man das jetzt alles zusammenfasst, kann man sagen, man braucht auf jeden Fall einen Grund. Einen Grund, einen richtigen, triftigen Grund braucht jeder. Darum kommt niemand herum. Und jeder hat individuelle Gründe. Das kann also bei Ihnen ganz anders sein als bei mir. Es kommt auf die Person an und auf die Branche, wo Sie sich selbstständig machen, auf das soziale Umfeld. Aber Sie brauchen einen Grund und irgendeinen muss jeder haben. Das ist mal ganz wichtig. Grundlos sich selbstständig zu machen, ohne Grund sich selbstständig zu machen, weil etwa man das so macht oder weil es schick ist oder wer anders das sagt, das geht vor den Baum, das wird definitiv scheitern.
Aber auch das will gelernt sein. Scheitern ist selbstverständlich auch eine ganz wichtige Angelegenheit, denn nur so kann man lernen. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass man erstmal sich selbstständig macht und dann soll man sofort scheitern und das Gewerbe wieder abmelden. Das wäre Schwachsinn. Aber es gehört dazu, nicht böse sein, einfach wieder Krönchen rücken und neu anfangen. War das so? Ja, gut. Letzten Endes grundlos sich selbstständig zu machen als Fazit, als Abschlusssatz, geht von Baum, kann ich nicht empfehlen. Jetzt noch die Aufgabe, kaufen Sie sich erstmal ein Notizbuch, so ein dickes vielleicht, hier so A5 Größe. Warum? Schreiben Sie vorne drauf Ihren Namen oder Ihr Geschäft, Ihre Bezeichnung, was auch immer, oder Ideenbuch einfach. Und dort tragen Sie dann immer genau das ein, was Sie für Ideen haben, was Sie für Aufgaben von mir bekommen oder einfach nur als Notizbuch verwenden, um das alles schön komprimiert zu sammeln. Und in dieses Buch kommen dann eben auch unter anderem meine Aufgaben rein, zum Beispiel diese hier. Schreiben Sie 2 gute Gründe auf, warum Sie sich selber oder warum Sie sich selbstständig machen möchten, und sprechen Sie darüber mit Ihrer Familie oder mit einer Person des Vertrauens. Schreiben Sie vielleicht auch dazu, warum das so ist, warum Sie genau das ausgewählt haben und nicht einen anderen Grund vielleicht. 2 Gründe in ein Buch, das ist Ihre Aufgabe. Wir sehen uns im nächsten Video.